Und willkommen zurück zu Let's Play Call of Duty 4 Modern Warfare. Letzte Folge haben wir ja erlebt, wie in der Wüste deine Atombombe gezündet wurde, wo wir dann draufgegangen sind. Und jetzt müssen wir gucken, was Kreis hier vorhat. Was haben wir denn jetzt? M4 und eine Fratze. Schön. Natürlich mit Schalldämpfer. It's the ultra nationalists. They're killing the villagers. Yeah, well, not for long, they're not. Okay. Da muss ich jetzt mal das Satz finden, ne? Ah, ich glaube, ich weiß. Hat Krieg bei der blauen Schergon! So. Jetzt wieder rund. Was jetzt? Nein! Ja, kann wieder was werden hier. Jetzt war ich jetzt schon. Ich weiß noch, dass ich das auch schwer gespielt habe. Oh, wei, wei. Da! Boah, stimmt. Das geht dann ja noch. Da war ja was. Gott! Wo kam der Wichser jetzt schon wieder her? Really? Kann ich auswählen, genau. Da ein bisschen, hat ein bisschen was zur Auswahl jetzt hier. Die Eierlein. Geht drauf. Schief, ja. Okay, ich bin nach oben. Building clear. No sign of Al-Assad. Move on. 36. Gerne an. Nimm schon sehr gern und dankend an hier. Und das nimm ich auch gerne an. Kampieren. Oh, Deckung, 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 Deckung. Komm mal, ein Bild hier rein. Wir gehen Verstärkung, aufpassen, Männer.
Wir werden flankiert, aufpassen. Mann, fetter Heli. Und der Leuchtspur geschossen. Die nächste Map ist mir auf jeden Fall. Hat das überhaupt überlebt? Ja. Für mein nächstes hier ist ja Glockenturm. So, fühle ich mich auf jeden Fall gleich schon viel sicher. Okay, mein nächstes Ziel, wie gesagt, ist der Glockenturm. Boah. Ab in den Glockenturm rein, ey. So. Klar, das ist nochmal eine Glockenturm dabei. Irgendwo, ah, hier. So. 6. Helicopter is on the way. We'll handle it. Out. Ich guck mal hier ordentlich. Schaden machen. Au. Kommt alle her, ey. Muss auch ein Nest sein. Scheiß Sniper da oben. So, mir aber nicht. Au. Au, au, zurück. Komm. Was machst du? So. Hat Krieg bei der Blauschagon. 5 hier. We are ready to attack and are standing by for new orders. Wieder. Nein, jetzt. Oh, mal ein Ende geben mit denen. So. Nach unten. Das hat wehgetan. Was wird erstmal gesagt, der Laden abgefeuert hat. Boah, weil Bernd nicht das erste Mal, dass ich da rein renne und dann von dem eigenen Kameraden gekillt wäre. Nein, da muss ich nachladen. Ah, ärgerlich. Da musste ich nachladen. Scheiß Typ.
Bist falsch. Wie war das nochmal in der Grundausbildung von Call of Duty 1? Vor einem Angriff nachladen. Kann ich mich leise daran erinnern. Double kill. Nein! Perfekte Scheiße! Erholen. What? Was war das denn jetzt? Da war ich gerade ein bisschen überfordert. Verstehe. Oh, ist meiner. Granate! Wojska!
Kann nur noch mal nachladen. Wartet schon mal. Okay. 6. Das Gebäude. Ah, hab ich getroffen. Sehen Sie wieder hier. Oder die von der. Hat aber keine gute Wirkung hier. Hast du was fertig? Generat. Erdgeschoss sehe ich schon. Erdgeschoss sehe ich schon. Building clear. Let's check the next one. Oh. Gut, sicheres Glas. Duschglas meine ich. Komm raus! Okay, jetzt mal weiter jetzt hier. Da kam eine Treppe runter. Hier rum. Einfach hier rum jetzt. 2-5 hier. We are ready to attack and are standing by for new orders. 2-5 hier. We are on the way. Stand by for air support. Gehen wir die Wichser mal einfach. Der Heli. Und knallt ein bisschen auf. Schön. Schön, schön. Sehen Sie. Müsste ich mal gerade machen, bis der fertig ist. Sonst hab ich ein Problem. Was denn jetzt? Hat das drin. Hat das raus. Das ist meiner, sorry. Building clear. No sign of Al-Assad. Move on. So, nächster. 2-5 here. We are ready to attack and are standing by for new orders. Gemacht, oder? Rücken.
War eine ganz dumme Idee. Wenn man einen Heli kommen lässt. Haha! So. Hast du einen schönen Hein? Da! Einfach mit den Finger. So. This is 2-5. We have to refuel and rearm. Aber es ist schon alles. Schippen, schippen. Mehr. Remember, we want all of Assad alive. He's no good to us dead. Let's go. Hat er das Igel gehabt? Krass. Ja, hau drauf, Price. Hau drauf. Why'd you do it? Where did you get the bomb? Boah, nicht nur Glück. Who then? Boah, nicht nur Glück. Who? Give me a name. A name. I want his name. Handy klingelt. Sir, it's his cell phone. Die Nummer, der Igel war aber keiner. Zakayev. Imran Zakayev. Ja, super. Tja. Jetzt erfahren wir ein bisschen Lebensgeschichte von Captain Price. Lieutenant Price. I was just a lieutenant back then. Doing some wet work. Chernobyl, Christmas for the bad guys. Even a decade later, a lot of them still used it to get their hands on nuclear material. A lot of them, including one, Imran Zakayev. Of course, we couldn't just let that happen. Cash for spent fuel rods. That's one hell of a recipe for destruction. It was the first time our government had authorized an assassination order since the Second World War. I was under the command of Captain Macmillan. Tja, wir dürfen Imran Zakayev jetzt ausschalten. Wie das ausgeht, 15 Jahre vorher, sehen wir erst in der nächsten Folge von Let's Play Call of Duty 4 Modern Warfare. Bis dahin, ciao!